So, ja genau, die Höhle. Da war ich auch schon mal kurz oben drin. Max, wolltest du schlusslich machen? Oh, ich hab Schlusslich tatsächlich bin eine. ich zurzeit ich. Was ist denn da? Ach so, Spinne oder was? Ja. Ich glaube, Ah, ich spinne. cool. Ich glaube auch, ich spinne. Also, Heldinnen sterben nicht! Auf jeden ich komme nicht Fall! hinterher. Bin Boah, noch ich muss mal draußen. kurz. Bist du noch weit weg, Tinu? Ah, ne, ich sehe dich doch. Ja, Du das ist bist eine doch grüne schon am Schrift. Start. So, ich hoffe, das passt einigermaßen von der Lautstärke hier mit den Kampfgeräuschen, quasi. Falls nicht, einfach mal Bescheid geben im Chat. Vorne sind Schlangen. Naja. Ah, hallo Skorpion. Level 10. Ja, da oben kommt noch ein Artopleura. Achtung, der spuckt Ach runter. da! Da kommen zwei. Direkt gleich mein Zeug kaputt gemacht, ihr Drecksau. Ah. Oh, das wäre der Lümmchen 105er. hier. Steh mal rauf da. Es wird noch andere über Level 100 geben. Achtung, Schlange von hinten, Anni. Oh. Wir machen sie platt. Level up. Juhu. So, mal kurz hier irgendwie ein bisschen was verteilen. Das mal ein paar Lebenspunkte, ey. Kriegt man 2000 jetzt. Na. Jo. Und denkt an eure Suppen, ne? Ach ja, die Ich müssen wir noch ja vorher Joppe noch. da. Welche sollte ich denn nehmen? Na, die grüne, die braune musste nicht unbedingt, die ist eigentlich nur gegen Kälte, aber die grüne ist auf jeden Fall gegen die Hitze. Und die Enduro Store ist halt Melee Damage für dich selber. Ach, Und ein Mist, bisschen Helfer. Lebensregeneration. Wenn jemand noch einen Kacke-Käfer will, hier vorne liegt gerade einer. Der ist doch jetzt nur Ballast. Okay. So dunkel hier. Ja, mach mal Licht an, genau. Oha, wir sind sehr gespannt, was das hier wird. Und gleich ein Level up. So, noch ein bisschen Schaden. Wir waren ja noch nie so richtig in der Höhle hier, Nee. deswegen bin ich auch sehr gespannt, was uns erwartet. Und ich werde nicht sterben. Taxte. Hoffe ich. Jetzt nicht springen, wollte ich gerade sagen. Ich falle. Einfach nur. Bin nicht mal gesprungen, ich bin einfach nur gefallen. Ach, Speed angehabt. Nein. Oh. Huch, jetzt hänge ich an Spuckt Simon irgendwer fest. rum? Ja, Spinni, komm her. Skorpionei. Huch, da flog Was ein ist denn hier los? Lauter Dreckszeug hier. Dann Beatles. Jetzt nimm ich. Die können gleich mit weg. Ah, Wenn sie rumstehen. Oh, Spinni. So. Hammer. So, Nein, in der Ecke Asuka, ist ich gehe jetzt nichts. nicht drauf. Und Hallöchen, Tesari. Ja, wir wollen ja heute mal einen Höhlenausflug machen. Wo lang zuerst, Klaus? Simon, sag mir nicht, du hast dich jetzt. Okay. Ich wollte gerade sagen, du hast dich jetzt nicht da drinnen festgebackt. Nö. Ja, jetzt erstmal hier runter, ne? Alles klar. Ich folge unauffällig. Ihr kennt ja den Weg. Ich kenne nicht. Ich habe mir die Höhlen heute alle mal im Spectator, im Oh, Singleplayer dann angeguckt. Oh mein Gott. Ey, was machst du denn? Da Da ich fällst du gleich gerade, runter. ne, ich hatte gerade voll irgendwie Leck und bin direkt an der Kante lang geschlittert. Ich dachte, ich fahre jetzt runter. Wie? Ah, der konnte ja nix hier. Atropürer. Ja, aber ich bin nicht alleine hier, so mit. Da muss aufpassen, diese komischen Viecher Oh, da. krass, Titan Boa Level 130. Und dann geht die 135. Die ganzen kleinen Viecher hier. Hose und Schuhe kaputt. Bitte. Ja. Echt? Oh, krass. Na, von diesem komischen Ja, Tausendfüßler die machen hier. ja wieder alles kaputt, das stimmt. So, ein paar Lebenspunkte. Oh. Da Erstmal den Pilzen naschen hier, oder was? Wenn hier alles Leuchtpilze. rumsteht. Okay, kaputti. Wer steht da im Hintergrund und ballert rum? Bin Und Mario auch schon ohne Hose, oh je. Ja, direkt am Eingang. Jetzt? So, was gehen wir denn mal vor Schreck?
Na komm, ein bisschen Stamina noch. So. Wir sind ja schon auf jeden Fall schon mal weit gekommen. Wir haben schon was denn? Zur Hälfte nichts mehr an. Ja, also ich hab noch alles an. Aber komisch, ne? Bei uns sind überall die Hosen kaputt. Bei Klaus auch schon. Bei Sabrina. Nee, Quatsch. Jasmin, was bist du? Du sitzt auch schon ohne Hose da. Ja. Ich war's nicht. Sicher? Ja, ich wäre bei Sabrina vorsichtig. Sabrina zieht einem hier alles aus die spontan. Von hinten. Und malt einen dann an. Dann Klaus? Ja, ja, aber ne, ich meine, du oder Klaus, das ist egal. Das kommt aus der gleichen Ecke. Ich habe ja schon gesagt, ich war das. Naja, ja. Ich musste ja vorsorgen, nachdem Mario letztes Mal gesagt hat, ohne Whitelist kommt man nicht mehr auf den Server. Ja, das ist auch immer noch so. Ja, ja, aber jetzt habe ich dich im Voraus angemalt, also von daher. Ach, das macht ja hatte seinen Spaß. Vielleicht ist das doch erst recht der Grund. Ach, das war's mir wert. Ja, das, ich fand das auch gut. Das war so geil, wo Mario dann meinte, was hier ist ein Schild? Was ist denn das? Na, ich komme ja schon denken, dass du das warst. Ende, war? Ja, hier geht's nicht weiter. Ah, dem rote Arsch noch. Aber so viele schöne Kristalle hier. Eigentlich sollte der rote Arsch doch unser Schlusslicht sein. Ja, eigentlich ja. So, aber das hat der irgendwie falsch verstanden. Ja, das Zocken ohne Hose passt auch eigentlich. Ne? Wenn wir gerade ohne Hose unterwegs sind. Ach, zocken ohne Shorts. Mensch, ja. Du kannst es doch sagen. ZOS, wir müssen schon beim S bleiben. So, na diese blöden scheiß Tausendfüßler sind so nervig. Ja, aber die gehen relativ schnell down. Ja, aber die machen halt Schaden an der Rüstung. Und zwar nicht so wenig, ey. Du meinst, warum wir alle ohne Rüstung rumrennen? Naja. Und wenn ihr jetzt mal hier links guckt, hier wo das Wasser ist. Ja. Gleich. Hier kommt ihr durchgeschwommen und dann seid ihr gleich wieder vorne am Strand. Ah ja, aha, okay. Da bin ich schon mal lang getuckert. Da vorne ist noch eine Spinne. Mit dem Floß. So ein Stück weit. Noch Anni hinter dir. Was ist denn da? Ich sehe gerade gar nichts. Eine Spinne. Auch eine. Zocken ohne Scham. Ja, das passt allerdings auch. Völlig schamlos hier. Oh, da vorne. Gut angeschossen. Siehst du, ich könnte mir meine Knarre ja auch mal irgendwie hier raufpacken. Ich hab noch gar keine, verdammt. Wo ist sie denn? Da ist die. Pass nur auf, dass du auch mit Muni schießt und nicht mit Narkodarts, ne? Falls du welche mit hast. Nee, ich hab sowas nicht mit. Schlange hinter uns. Die hab ich aber extra raussortiert. Weil die keine Dummheiten macht. Ich doch nicht, hallo? Kurz die Munition. Na, ihr werdet schon merken, wenn sie sich langsam mal weiter zurückfallen lässt, und dann gibt's von hinten für jeden von uns einen Narkodart, lässt sie uns hier liegen. Ja. Ich meine, irgendwo muss die Rache ja mal kommen. Ja, was hab ich dir denn getan? Na, genug, sag ich dir. Oh, bitte? Genug. Hallo? ZON, zocken ohne Niveau? Das ist ja noch ein bisschen übertrieben, Aska. So schlimm ist es ja noch nicht. Wir sprengen noch nicht jedes Niveau. Also Niveau haben wir schon, aber das wird regelmäßig begraben von Anni. Na, nicht nur von mir. Nur von dir. Auch nein. Neura vorne. Oh, hallo, Skorpion, ja. Gleich mal reingerannt. Boah, in so einem Level 50 Skorpion machst du gefühlt auch keinen Schaden, ey. Mhm. Und schon wieder ein Level. Ey, krass, also das geht hier wirklich schnell mit dem Leveln. Ja, wie gesagt, die Tiere sind frisch gefangen, also. Ja, dann ist es eh mal. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Damage kriegen hier. So, auch noch ein bisschen Schaden. So, jetzt habe ich wenigstens 300 Schaden. Die können deine Babymiete ganz normal machen. Achtung, hier von der Seite. Schlange. Rechts kommen Schlangen und Spinnen. Und ein Dung Beetle, Level 85. Spinne hier. Stirb, elendige Spinne. Ah. Ja. Geht doch. Ey, das ist ein Titan Boy? Jo. Geil. Mitnehmen. Achtung, Spinne. Exakt. Ah, ne, Käfer. Nö, Dung Beetle. Ist da noch einer, oder was? Da vorne liegt gleich der nächste Dung Beetle und ihr sucht sie immer alle. Immer rauf! Ja, wir suchen keine mehr, wir haben jetzt schon genug. 140 werden wir. Tja, jetzt sind nicht mehr. Oha, Anni tötet den armen High-Level Dung Beetle. Ja, das wird nicht der letzte sein. Die spawnen hier sicherlich schnell wieder. Ich habe das Gefühl, hier spawnt nur so High-Zeug. Ja, wir alle mit die Fäden. Guck mal, was hier ist, na, hier ist die Stelle, wo man vorne rauskommt. Was? Außer Höhle. Dann übrigens, von oben. Diese Damage-Suppe, ne? Die könnt ihr auch fürs Tier verwenden, der Lifeback funktioniert.
Die Damage-Erhöhung zwar nicht, aber der Life-Track. Ich hab das Level Ding up. Nämlich die ganze Zeit an bei dem Säbelzahn hier und der verliert kein Leben. Okay, cool. Also, ja, krass. So gut wie keins. Mhm. Ja, mal ausprobieren. Ja, hier vorne ist auf jeden Fall der Ausgang aus der Höhle. Oh, so. Katze, jetzt komm, beweg dich. Die will nicht, die will nicht. Stange, Thomas. Thomas, Schlange. Ja, ich muss erstmal rausrobben. So. Und hallo, Rubin. Ich dachte, das Niveau muss nach dem Sandmännchen ins Bett. Das stimmt allerdings. Ja, das Sandmännchen, wann kommt das immer? Um 7? Um 8? Ich weiß, nee, es kommt 5 vor 6 und 5 vor 7. 5 vor 6 und 5 vor 7, okay. Ja. Ja? Da, Thomas kennt sich aus, merkst du was? In den gelben Höhen Loot Crate waren gerade gelbe Lederhandschuhe drin. Ui. Schön. Na super. Na, jetzt nicht flach sein können. Ja, ich weiß auch, wer Leder trägt. Du nicht. Doch, ich bin Sabina, die Einzige. Sabina trägt Leder. Lack. Trägt. Nein, du trägst Lack. Wir tragen auch Leder. Mhm. So sieht's nämlich aus. Ich trage kein Leder. Ich halte mich heraus. Ich trage Leder. Aber ich will ja auch nicht haben, abgesehen. Oh. Sonst, Dings trägt doch auch immer Leder. Klaus springt einfach über die Schlange. Ganz schön viel Fleisch drin in so einer kleinen Schlange, ey. Mhm. Lecker toter Skorpion. Noch eine Schlange. Alles schon tot hier. Ja. Ah, hier, da. Los geht's. Oh, oh, krass. Oh. Das sind 4 Stück. Oh, oh. Vielleicht mal ein bisschen. Ach du Scheiße. Na klasse. Und jetzt ist meine Maske kaputt. Ja, ist halt so. Und meine Schuhe. Und meine Hose auch. Kann man alles wieder reparieren, das ist nicht das Problem. Ich wollte doch sagen, hier ist schon eine abgehauen. Wo ist denn der? Ist der vorne oder was? Welch, der hat sich versteckt. Nee, ist schon tot. Okay. Und Hallöchen, Annika. Ach nee, das sind Augen. Ich wollte gerade sagen, hast du eine Kippe im Mund, ey? Sag mal so aus, wie als wenn du einen Glimmstängel im Gesicht hast. Das war, weil ich eine rote leuchtende Punkte gesehen habe. So, die Höhle ist durch. Echt? Was? Krass, das ging ja flott. Ich hab schon Schwimmer gesagt. Wir können ja, ja gleich noch weiter noch in die nächste. Die ist ja auch in die Ecke. Sollen wir dann vorher Sachen reparieren oder geht das auch ohne? Nee, die gehen wahrscheinlich gleich wieder kaputt. Denn zumindest eine Flakrüstung sollten wir schon heil haben, ne? Also das mit dem Suppen bei dem Tier funktioniert hervorragend sogar. Das ist aber cool. Also es werden nicht alle Werte gezählt. Ja, aber Lifehack ist ja schon mal ganz gut. Du bist ziemlich eingesponnen, von dem Klaus. Chillian Orbe, das Wasser unterdrücken bestimmt und Wärmeresonanz. Aber cool ist halt von dem Miele Damage Teil, die plus 1,2% Health per Second. Ja, das ist ganz cool. Die Schlange fliegt einfach runter. Achso, und Blutverbrauch, glaube ich, funktioniert auch. Und Wasserverbrauch. Gut, Wasser haben sie ja nicht. Ja, Essen ist ja nicht das Problem. Die haben ja genug Futter in der Tasche, sag ich mal. Ich weiß noch, und da sind hier. Ja die Spinnis hier. Ah, die können ja nix. Nee, die Spinnen sind relativ harmlos. Die sind wirklich wohl harmlos. Ja, die Schlangen hier können auch nix. Nur wirklich diese 1000 Füße. Mal wieder anschließen hier. Ist ja alle wieder sammeln. Sonst sollen wir noch Wölfe zulegen, noch mal noch mehr. Ja. Eigentlich. Toll. Jetzt hier nackig, ey. Ohne Hose, ohne Schuhe. Tino, du siehst wenigstens noch halbwegs angezogen aus durch deine Bemalung. Hey, Sabrina steht im Weg. Steht immer im Weg. Ich bin der Weg. So. Du bist der Weg. Geh Weg, sag ich mal. Oh, meine Schuhe und meine Hose haben etwas gelitten, aber der Rest ist noch gut. Der Rest muss reichen. So. Schuhe, Hose sind kaputt und alles andere ist halb.
Ja, bei mir sind auch Hose. Ja, ich würde sagen, einmal zurück reparieren und dann. Ja, das wäre vielleicht ganz cool. Das war echt Arena? Frisch ausgestattet. Die Moment, ich brauche nur Fasern, dann sind meine Sachen wieder ganz. Ja, warte mal. Klaus, kannst du meine Sachen mitnehmen? Pack sie mir ins Tier. Weil dann brauche ich nicht nochmal mit zurücklatschen. Meine Sachen sind repariert. Aber du hast keine Schuhe an. Ja, Moment, ich hab sie noch nicht an. Ich hab sie nur repariert. Ich glaub mal kurz, ob meine anderen Sachen auch kaputt sind. Ich glaub nicht. Ach krass, ich dachte, ich hätte auch Flak an, aber habe ich gar nicht. Ich hab Leder an. Warum habe ich denn Leder an? Naja, weil wir keine Flakhose haben. Alles drin. Okay. Die solltest du ja mal lernen, hast ja nicht getan. Doch, doch. Ja und? Gelernt habe ich so. Ja, das ist schön. So, wer muss noch mit nach Hause wegen einmal reparieren? Also ich müsste auch reparieren. Ich würde mitgehen. Oder soll ich euch mein Zeug mitgeben? Leder kannst du ja so reparieren, ne? Ja, Leder brauchst du ja nur ein paar Fasern flicken. Ach so, na, dann ist ja... Ja, das ja, dann ist ja cool. Umso besser. Dann, halt hast du garantiert mehr als genug Tier drin. Ja, ja. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, ein paar Pflanzenfasern sammeln hier. Na. Ansonsten, wenn ihr noch Hide braucht, könnt ihr auch das aus meinem Tiger mit rausnehmen. Mhm. Ich glaube, halt haben wir genug. Noch ein Löcher. Klaus, wo bist du? Hier. Ach, da. Huch. Wer kämpft? Eine Schlange. Kam noch eine Schlange an. Die wollte auch mal spielen, aber die Schlange würgen. Ja, Thomas, ja, dann würde ich sagen, lass uns eben los. Naja. Da vorne ist ein Biberdamm. Wo? Dö. Oh, dein Helm ist noch ganz und du siehst wirklich noch so schön geschminkt aus. Ja, siehst du? Irre. Ganz neidisch. Ich bin so neidisch. Ja, den Skin gibt's auch nur für Männer. Da sind drei Bibers. Und heißt vier auch Bibers. Knastsklave. Ja. Wie heißt das Ding? Ich mach den ersten Ding, du machst den zweiten. Passt doch. Ach, geil. So, also ich habe meine Klamotten repariert. Wo kommt ihr schon vor? Thomas? Ja? Ich bin... wir haben Rex hinter uns. Außerdem bin ich falsch. Der geht auch wieder. So. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen Fleisch raushauen, weil so viel brauchen wir eh nicht. Das wiegt alles nur tonnenweise. Ja. Wobei es noch geht. Ich bin noch nicht überladen. Das nö, das nicht, aber. Möchte jemand leckere Castoroides? Die bringen da noch. Hinten ist auch noch einer, du hast nicht alle mitgenommen. Ja, der hat sich der hat wieder umdreht. Nee, hier ist einer im Wald gewesen. Braucht jemand Hide? Oh, hier ist ein Biberdamm. Ja, mehrere. Ach du Scheiße. Da musst du ringucken. Mach ich doch. Nur Holz drin, nur Holz. Er hat schon dann geplündert. Ich bin mal in Höhle. Umsiedler. Ja. Oh, ja toll. Jetzt Cementing Paste hätte ich mitgenommen. Ja, du kannst dich schon näher machen, wenn nur Holz drin ist. Reit die gerade alle um, ne? Die sind immer noch auf mich. Tag, Ach, hi Raptor. Hilfe. Was habt ihr da vorne? Wieder Spaß, oder was? Ja, ich schleppe nach Biber hier durch Töne. Boah, immer noch. 66 Schaden. Oh, 125, das ist ja schon. Ach so. Ist schon die machen gar nicht so wenig Schaden. Guck mal, da hinten kommt nochmal einer. Nö, der dreht wieder um, da geht wieder in Töne. Heftig, Chino. Was? Sollen wir wieder zum Mending Fest? Ich muss noch mit der Fahne loswerden, schneller. Ist da noch ein Biber im Wasser? Na, hier ist noch einer bei mir. Echt? Dann hol ihn mal. Ich hab gar nicht im Wasser gesehen. Ah, da ist noch ein. Da hinten neben. Biberdamm hab ich gerade schon gelootet, da ist nur noch Holz drin, aber ich mach den Kopf ab. Kannst abreißen hier, Anni. Okay, mach ich. Ey, oder Biber, geh mal drauf hier. Ach, da ein Biber. Ach, da kommt ein Biber angeschwommen, Anni. Ist schon brutal. Ja, rann einfach so an mir vorbei. Ah ja, okay, alles klar. Oh, ich bin zu schwer gerade. Schön. Na, Simon hatten. Alles klar. Hier ist sonst kein anderer. Das war der vorher in der Höhle, wieso ist der jetzt wieder so weit zurückgekommen? Thomas, die laufen, Mantas? Die laufen echt extrem. Ja, bei dir, nicht bei mir. Ja, ich bin jetzt auf Land, jetzt kommen sie zu dir. Ne, kommen sie nicht. Du Biber, ey. Ätzendes Tier. Na komm schon, ach schade. So. Keine Lust mehr. Jetzt ja, geht's raus. Und von der Sender kommen natürlich auch wieder demnächst Folgen, logischerweise. Wir hatten jetzt nur letzten Tage nicht so wirklich viel Zeit und wir mussten auch mal einfach mal was anderes machen. Genau. Kino, Freunde, alles sowas. Alles, was irgendwie immer zu kurz kommt.
morgen ist mal wieder Familie dran. Was brauchen wir für die Würfe für Kibbel? Brauchen wir einen Kano-Kibbel, ne? Ja. Kano. Für die Tiger brauchen wir das Bronto. Wasser hier gerade so leer ist, ey. Ja, mit Bronto-Kibbel können wir nicht so dienen. Ich glaube, ein Bronto sagen. Oder zwei Bronto-Eis haben wir. Zwei Bronto-Eier. Gute Deutsch hier. Zwei Bronto-Eis. Ihr habt doch einen Bronto-Züchter im Tribe. Ja, das stimmt eigentlich. Oh, hallo Biber. Soweit ich weiß, sind da noch um die 40 Eier im Kühlschrank. Dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und für eine 140er Katze braucht ihr nur 3 Kibbel. 3 nur? Ach krass. Ja. Na, Kano-Kibbel brauchst du ja für die Wölfe auch nicht so dolle. Real Life braucht keiner. Ja, ich hätte gerne mehr Zeit im Real Life. Das wünsche ich mir sehr, aber das geht leider nicht. Warum? Wie, ich bin mal im Kurzabgang. Wenn du mehr Blödsinn machst. Naja. Und hallöchen, Alex. So. Ich renne hier jetzt einfach wieder rum. Mhm. Wo ist denn der gute Simon? Da vorne. Über dem roten Arsch nach. Guck mal, das ist für dich. So ein roter Arsch nach, das war Max. Das stimmt. Das habt ihr doch bestimmt gemeinsam. Okay, scheiß auch dazu. Ja, wunderbar. Sehr schön. Kacke Spielchen hier. Ganz großartig. Ja, und Blödsinn machen ist wichtig fürs Wohlbefinden. Das hat Peter richtig erkannt. Das ist wirklich so. Bist du hier Bodendünger, wie es Wasser kommt? Hey, jetzt ernsthaft, wo ist das ganze Metall hin? Weiß es gerade nicht. Max, hattest du jetzt eigentlich deine Langnecke aus deinem Lager genommen oder hattest du dir eine neue gebaut? Ich hab meine aus dem Lager. Ja, gut. Weil du vorhin gesucht hattest, deswegen. Warum sitze ich nicht mehr auf mein Wolf? Sabrina? Naja, das haben... Wieso denn ich? Ja, weil du mal schuld bist. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Komm immer nach Berlin, Fräulein. Mach mal erstmal deins, Kacke. Erstmal schon mal Kohlart. Jo. Was ist hier los? Was ist hier los? Jasmin wurde erstmal gebolert. Oh oh. Schade, dass ich keine Keule mit habe. Du hast aber die Longneck, einfach mal Headshot. Bam. Ja, nee, ich will ja Jasmin jetzt nicht töten. Warum nicht? Nein, so bin ich nicht. Natürlich bist du so. Nein, natürlich so bist bin ich so. Zu dir, ja, oder nicht zu Jasmin. Ja, natürlich Hallo? Bist du so. Würde ich nie tun. Ach, um Gottes Willen. Ich reite hier einfach nur gemütlich durch den Sonnenuntergang, Aufgang. Naja, es ist eher noch die Mittagssonne. Frei nach Lucky Luke. Was, frei nach was? Lucky Luke. Ja, auf jeden Fall. Keine Kuscheleinheiten mehr für Sabrina. Wo ist denn eigentlich die nächste Höhle hier? Diese Drohung kannst du doch eh nicht einhalten. Die ist noch eine ganze Ecke weiter, die Insel nach oben. Richtung Käsekuchen? So, ja, Richtung Käsekuchen. Okay. Da kommt so ein Torbogen, wo man durchlaufen kann und da ist dann auf der linken Seite ein Mauerdurchbruch. Ja, hier ist schon mal ein Biberdamm. Was? Mhm. Lol. Hä, ist der schon wieder respawned oder was? Nö, da ist so kleine Pfütze, ich bin die Treppe runter. Da ist so kleine Pfütze, da ist ein Damm drin gespawnt. Naja, wenn die hier schon immer weggekillt werden, die kleinen Biber, dann suchen sich halt neue Wege, um zu überleben. Nö, ich lock die mal runter. Baby. Ja, wir warten nur gerade drauf, dass die Sachen repariert werden und dann treffen wir uns. Guck mal, die Werkbank, da ist noch ein Ersatzflak für dich drin. Hose. Jo. Ja, hier ist ein Biberdamm direkt am Stein. Na, mach mal näher da. Ja, ich guck's mir mal an. Pass auf, dass du nicht vom Biber gefordert wirst. Oh ja, yeah, ein bisschen Cementing Paste, die nehme ich. Warte mal, Thomas, ich finde meine Katze nicht. Hä? Ich fand hier eben gerade noch. Die war auch Follow bei dir, ne? Dann wird's jetzt lustig. Oh mein Gott. Klaus unterwegs verloren? Hui. Hm. Glückwunsch. Nee, alles gut. Alle noch da? Also, ich würde abkürzen, Anni. Was? Also, ich würde abkürzen. Da einfach oben runter? Dann würde er die halt nicht machen. Du sollst nicht runterspringen. Nein, mach ich nicht. Ach, hier ist eine Treppe, okay. Mhm. Ach, da ist er. Und da, wo der Ankylo steht, da war ein Biberdamm. Okay.
Ist ja lustig. Aber oben am Stein war ja auch einer, der gehörte da ja eigentlich auch nicht hin. Und taube Schießer. Ist es etwas eng hier. 150er Ankylo, leider ein Mädchen. Was sind eigentlich unsere Ankys? Sind das Mädchen oder Jungs? Beide sind Mädchen. Beide? Okay. Ach, und hier ist die kleine Pfütze. Ich leg mich mal rein. Ja, 150er Ankylo Mädchen ist auch nicht schlecht. Was aber auch für das? Ja, es ist ein Mädchen, wir brauchen einen Jungen. Was trinkt man da drin? Nee. Ey, du bist schneller, das ist unfair. Also Anni würde da drin ertrinken können. Nein, ich ertrinke da nicht. Hallo? Doch, bestimmt. Ey, hör auf. Hör auf, da. Warten wir jetzt hier, oder was? Oder sollen wir schon irgendwie vorgehen, vielleicht? Wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Ihr seid auf dem Rückweg, aber treffen wir uns dann bei der neuen Höhle oder kommt ihr nochmal zurück und... Wenn ihr wisst, wo die neue Höhle ist? Nö. Nein. Von daher? Okay. Und Hallöchen, Cocktailkirsche. Wir sind die Treppe runtergegangen. Wir sind jetzt bei der Pfütze. Oh, verdammt. Ich bin ziemlich voll hier. Was habe ich denn noch mit? Ach, schon wieder Holz. Weg damit. Ich könnte nämlich einen Lystro zähmen. Ich habe Rare Flowers mit. Du könntest doch einfach lassen. Ich könnte es auch lassen, ja. Weil der muss ja wieder zurückgebracht werden. Es war ja auch nur die Theorie. Ja, oder einfach wild laufen lassen und irgendwann kommt die Meldung von wegen ist gestorben. Nein, so möchte ich das nicht. Das ist zu deprimierend. Ich wollte gerade hier auf dem Boden nach Vogelnestern suchen. Oder es kommt die unwahrscheinliche Meldung, Lystro killt Giga. Ja, also... Hallo, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Ja, das macht ja nichts, Cocktailkirsche. Hauptsache ein bisschen, ne? So ein bisschen dabei sein. Hast jetzt gerade die erste Höhlentour verpasst. Thomas? Wir sind jetzt gleich auf dem Weg zur zweiten Höhle. Wartest du einmal kurz? Ich bin noch mal ganz kurz AFK. Ja. Wart, AFK. Hey, Ankylo. Würde ich ja meinen Milchkreis öffnen. Mach mal. Was? Ja, nebenbei futtern. Ja, Asgard, das weiß ich ja, aber ich fand das halt gerade so lustig, weil ich irgendwie auf den Boden geguckt habe und da sah so ein bisschen was aus wie so ein Birdnest. Und dann dachte ich so, oh ja, dann kannst du mal nach Birdnest suchen und dann ist mir auch eingefallen, dass wir hier natürlich bei Ark sind. Anni spielt ja zum ersten Mal Ark. Ja, ja. Ist doch willkommen schön, wenn es immer wieder mal ein erstes Mal gibt. Mhm. Was, ne? Baumfell? Und da gibt's Frischfleisch. Baumfeld. Bäm. Allerbestes Wetter hier wieder. Was haben wir denn? Temperatur 4 Grad und Regen. Ja, super. War wie gestern beim Fußballspiel hier. Ist auch geschüttet. Wieder da. WBB. Da ist ein toter Stegen. Also Tino, die Handschuhe passen aber nicht, ne? Zu deinem... Was ist denn da unten los? Gallimimus? Zwei Stück? Mag eigentlich nicht groß, aber es gibt nichts anderes, was gut aussieht. Hm. Seven Days to Ark. Du siehst doch immer gut aus, Tino. Oh, hört auf zu schleimen hier, sag mal, ist ja nicht zum Aushalten mit euch. Ihr müsst euch nicht gegenseitig voll lügen. Wir lügen ja nicht. Nö. Aber geschrieben. Ihr schmeißt euch nur Unwahrheiten an den Kopf, ne? Nö. Nein. Ja, 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 das sagen sie alle. Und dann auf einmal doch hinterrücks erdurchen. Ja, ja. Nur betäuben. Ja, genauso schlimm, ne? Dann sind noch zwei Biber da. Wer war das denn jetzt schon wieder? Ich, ich bin noch auf dem Weg zu euch. Was? Unschuldig, kann ich bezeugen. Ey, was soll denn das? Was ist da los? Ich bin nicht gerade betäubt. Du hast angefangen. Wer hat gerade betäubt? Vor allem mit vollen Topper. Hallo? Oh. Ey, du musst du mal, was weiß ich, mit wem du dich angelegt hast. Hilfe. Oh, Hilfe. Herz zerreißen. Hilfe. Na, so viele Leute stehen hier ja nicht, ne? Ja. Ich war es nicht, das kann man im Spiel sehen. Ich war es auch nicht. Von daher. Und taube Schießer. Warum liegt hier ein toter Stego? Wer hat den Stego gekillt? Den hab ich über den Haufen geschossen. Ach so. Da unten seid ihr. 1582 Schaden. Da.
Ach, das war das. Das ist ey, da liegt ein Ei. Welcher? Ich weiß nicht. Oh, Pachi-Ei. Was? Pachi-Rum. Ach, da unten. So, wir sind wieder da. Was, jemand? Sehr schön. Ich hab da ein verirrtes Anni gefunden. Ja. Da oben zerlegt gerade irgendwas und ungezähmt. Bronto. Ja, nicht Max. Nee, das ist ein Rex. Seid ihr wieder was? Oben oder wo seid ihr unten? Wir sind unten. Ein Rexi, ja, den können wir uns ja mal vornehmen. Einfach runterkommen. Ja, wo? Nee. Wir stehen ja auf dem Haufen, nur du bist weg. Nee, ach, ich bin nicht alleine weg, ich bin bei Thomas und Klaus. Ja, der ist nur 65, den kriegen wir down. Ja. Wie denn? Ja, da keine Ahnung, wo die sind. Da ist doch eine Klippe. Kaputt. Da ist doch, wenn die einfach ein bisschen nach vorne laufen. Die sind an der Pfütze. An der Pfütze, wo der Biber dann war, wo der Ankylo war. Ja, und ab da einfach nur ein bisschen geradeaus laufen, dann kommt da eine Klippe. Da sind ganz viele. Einfach nur ein bisschen geradeaus, hier geht's überall geradeaus, je nachdem, in welche Richtung du guckst. Moment. Deine Richtungsangaben sind für einen Eimer. Ich oh Gott, die Klippe will ich aber nicht runterspringen. Ja, genau, und jetzt könnt ihr aber ein bisschen nach rechts laufen und da geht's dann runter. Das ist links. Heiß wie. Auch, da ist rechts. Es geht rechts und links runter. Okay. Es nimmt sich nichts. Los, ja? Komm, den Rex und töten wir. Dino, deine Rüstung mit. Ist bei mir im Tiger wieder drin, ne? Ich such dich gerade. Ja, ich stehe neben dir. Simon, komm, wir fangen schon mal an. Hallo, du schießt mit so Longneck drauf. Danke. Macht bitte. Bisschen mehr Schaden. Mit. Oh, daneben? Aber das ist ja nicht klar. Gemacht. Da warum vorne, nicht? Da vorne rennt wer. Tut weh. Oh oh. Wahrscheinlich. Ah ja, 369 Schaden. Huch, da kommt er gerade. Ich finde es übrigens geil, dass man jetzt von da links runter schießen kann, von den Tieren raus. Ja, das ist ja wirklich cool. Hat auf jeden Fall was. Boah. Der hat nichts Schönes drin. Aua! War das? Ach, mega neu. Insekten. Was fragen wir eigentlich? Schwer ziehen, zuschlagen. So. Stimmt. Ein bisschen auf Schaden. Hey, da ist ein Galli. Komm mal her. Hier sind zwei Gallis. Egal, der Rote kriegt jetzt einen Kopfschuss. Ey. Mir war nichts mit Kopfschuss. So, können wir? Oder was? Ja. Okay. Alle da? Wird nur gerade ein bisschen schwer, die neue Höhle vom Boden aus zu finden, weil ich mir die vorhin nur über Spectator im Singleplayer angeguckt habe. Achtung, Raptor hinter dir, Klaus. Wir beschützen Klaus. Ach, dieser kleine Raptor da, der ist ja überhaupt gar kein Thema. Ich möchte aber nicht, dass halt Klaus von hinten von einem Raptor bestiegen wird. So eifersüchtig, Sabrina? Oh, nein. Ich hab ja mal in mein Haus mit ihm. Du hast hier noch ein bisschen Spaß. Also mit dem Raptor. Oh. Also ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich finden wir die Höhle gar nicht. Finden wir eine andere. Wir finden irgendwas anderes, ein Giganotor oder so. Und den dürft ihr dann alleine machen. Super. Aber ist doch auch mal was anderes, mit Katzen durch die Gegend und Wölfe durch die Gegend zu reiten. Na, hatten wir lange nicht. Statt immer auf einen sicheren T-Rex. Schönes Rudel jagen. Oh, ein schöner Fluss hier. Ein sicheren T-Rex, hallo. Ne? Kann man hier abtrinken? Na, probier's aus. Nö, ich schlug dich auch gerne unter, wenn du willst. Am Fluss. Ist schon langweilig. Oh, Jasmin kommt auch angerannt. Aska, was gab's denn bei dir zu essen? Ach, du hast ja vorhin gesagt Haxe, ne? Haxe zur Vorspeise, das warst du doch. Hast du schon gesagt, was es als Hauptgericht gab? Zwei Haxen. Und als Nachspeise nochmal eine Haxe. Können jetzt auch essen. Lecker Haxe? Also ich könnte jetzt, ja mal gucken, ein dickes Stück Fleisch könnte ich jetzt essen. Naja, eine Haxe, ist doch gut. Naja, aber eher so gegrillt. Grillhaxe. Das ist schon mal zäh gegessen. Ja, du hängeln hier, Simon. Eine dicke Schweinshaxe? Hat die nicht auch so eine Schwarte? Ja. Bremst verliert. Habe ich auch schon gegessen, ja. So, sind wir hier richtig? Ja, wir sind da. Ach, cool. Wo ist Tino? Cool. Tino? Da. Guck mal, siehst du mich hier oben noch? Ja, wa? Oh, ist ja dunkel hier. Pizza Baguettes. Ah, hier ist der Eingang. Pünktlich zur Mittagszeit. Hier vorne darf man laut anderer Ark-Spieler keine Tiere stehen lassen, ohne eine Foundation hingebaut zu haben, weil die sonst durch den Boden backen. Wir wollen die Tiere nicht stehen lassen, wir wollen die damit reinnehmen. Ja, ich meine ja nur. Falls noch mal jemand alleine her möchte.